Okay, so beginnt es. Du wirst von einem seltsamen Geräusch geweckt. Nein, nicht dein Wecker. Es ist 5 Uhr morgens. Nach wenigen Sekunden wird dir klar, dass es am Fenster geklopft hat. Aber du wohnst in der 12. Etage. Wer sollte da klopfen? Fensterreiniger? Aber du lebst in einem gewöhnlichen Hochhaus, keinem Wolkenkratzer mit Büroräumen. Das Klopfen wird lauter. Du nimmst all deinen Mut zusammen, gehst zum Fenster und reißt mit einem Ruck die Vorhänge auf. Was du nun siehst, ist fantastisch. Vor deinem Fenster fliegen oder schweben kleine Fische. Tausende von ihnen. Ein Schwarm Sardinen erhebt sich in den Himmel. Einige klopfen im Vorbeiflug an dein Fenster. Es sind so viele Sardinen, dass du gar nicht mehr siehst, was los ist. Doch als der letzte Fisch vorbei ist, offenbart sich dir das gesamte Bild. Große und kleine Fische fliegen zwischen den Häusern. Oktopusse mit den Tentakeln in einer Regenwolke ziehen vorbei. Ein riesiger Wal schwebt langsam gen Horizont. Über dem Dach des Nachbarhauses jagen 2 Haie einen Seelöwen. Ein Nachbar winkt dir. Er angelt von seinem Balkon aus und wartet, dass die Fische anbeißen. Ein Schwarm Delfine fliegt an deinem Fenster vorbei. Sie pfeifen vergnügt, als ob sie dich grüßen wollten. Was ist hier los? Du schaltest den Fernseher ein. Auf allen Kanälen läuft dasselbe. Meereslebewesen auf der ganzen Erde haben gelernt zu fliegen, verlassen die Ozeane und erfüllen den Himmel. Alle Flüge weltweit werden gestrichen und Fischerboote auf allen Meeren, Ozeanen, Seen und Flüssen sind untätig. Niemand weiß, was geschehen ist. Du siehst dich an und gehst nach draußen. Meeresschildkröten kriechen über den Boden. Sie erzittern, wedeln mit ihren Flossen und erheben sich in die Luft. Ein Schwarm Schrimps zieht an dir vorbei. Hat der Ozean seine Schwerkraft verloren? Was ist denn mit dem Wasser passiert? Du lebst in einer Hafenstadt nahe am Meer und beschließt, zur Küste zu fahren. Du erreichst den Strand und siehst, dass das Wasser ruhig ist. Die Schwerkraft scheint intakt zu sein. Doch die Meeresbewohner erheben sich weiterhin in den Himmel. 6 Monate später. Die Menschen gewöhnen sich mit der Zeit an das Naturphänomen. Die Fische nehmen den ganzen Himmel ein. Einige steigen sogar bis in die mittlere Schicht der Atmosphäre. Kleinere Vögel gibt es kaum noch, da der Himmel von Raubfischen beherrscht wird. Vögel, die Fische jagen, haben hingegen ordentlich an Gewicht zugelegt. Sie haben so viel gefressen, dass sie nicht mehr fliegen können. Träge Möwen, Albatrosse, Pelikane und Adler können kaum laufen oder sich auf den Beinen halten. Der Flugverkehr wurde eingestellt und auf Schiffe umgeleitet. Das Ökosystem der Erde veränderte sich komplett. Die Ozeane sind leblos. Die Masse an Bakterien, Mikroben und verschiedensten Nährstoffe aus dem Wasser befinden sich nun in der Luft. Die Menschen werden häufiger krank und in manchen Gebieten fällt ihnen das Atmen schwer. Wenn es regnet, fallen mit dem Wasser Millionen Garnelen und kleine Fische zu Boden. Viele Raubtiere, die sich von Fisch ernährt haben, beginnen zu verhungern. Sie durchstöbern die Straßen und Städte auf der Suche nach Nahrung. Wissenschaftler untersuchen die fliegenden Kreaturen und finden heraus, dass sich die Struktur ihrer Lunge verändert hat. Doch wie die Fische die Fähigkeit zu fliegen erlernten, bleibt unklar. Es scheint, die Natur wollte den Menschen aus seinem Lebensraum verdrängen. Fischer bauen Ballons, um im Himmel zu fischen. Manche Athleten werfen Lassos nach fliegenden Walen und reiten sie wie gigantische Pferde, obwohl die Landung zuweilen schwierig ist. Lebewesen, die bisher nur in den Tiefen des Ozeans zu finden waren, richten sich in schwindelerregenden Höhen ein. Forscher entdecken neue, bisher unbekannte Fischarten. Aus den Tiefen der Ozeane ist ein gigantischer Oktopus aufgetaucht. Viele nennen ihn Kraken. Dieses Monster hat sein neues Zuhause auf dem Mount Everest gefunden. Nun traut sich niemand mehr, diesen Berg zu besteigen. Die am tiefsten im Ozean beheimateten Lebewesen steigen bis ins Weltall. Auf der ISS beobachten Astronauten faszinierende Tiere. Sie sehen wie Aliens von anderen Planeten aus. In einigen Regionen kommen die Haie an den Boden, um nach Nahrung zu suchen. An diesen Orten haben die Menschen Angst, vor die Türe zu gehen. Fischereien kaufen große Boeings und bauen Netze an, um in der Luft zu fischen. Fliegen ist allerdings nicht sicher, vor allem, wenn plötzlich ein Wal den Weg kreuzt. Die Behörden verhängen in vielen Städten Ausgangssperren. Die Leute steigen auf ihre Dächer und sehen sich den unglaublichen Nachthimmel an. Fliegende Quallen schweben am Himmel.
Dank ihrer biolumineszenten Proteine leuchten sie. Das Leuchten der Sterne mischt sich mit den neontransparenten Tieren. Aber Vorsicht, einige dieser Quallen sind sehr giftig. Einige Menschen waren so fasziniert, dass sie die Quallen berührten, um dann im Krankenhaus zu landen. Tintenfische, die von den neuen Lebensbedingungen verängstigt sind, verspritzen Tinte in der Luft. Wenn viele Tintenfische das tun, verdunkeln sie die Sonne. Es kommt zu mächtigen Staus auf den Straßen, weil Zitterale durch die Straßen ziehen und Ampeln elektrifizieren. Während die Menschheit in den Himmel starrt, bemerkt kaum jemand, was hier unten geschieht. Überall auf der Welt kommen Menschen mit seltsamen Gebrechen in die Krankenhäuser. An ihren Ohren bilden sich komische Löcher. Die Ärzte verstehen nicht, womit sie es zu tun haben. Doch dann springt ein Patient in einen See und stellt fest, dass er unter Wasser atmen kann. Allen Menschen wachsen Kiemen. Anfangs weigern sich fast alle, ins Wasser zu gehen. Aber ihre sich verändernden Lungen zwingen sie schlussendlich. Sonst bräuchten sie lebenslang eine Atemmaske. Einige freuen sich auf das neue Leben unter Wasser. Der menschliche Körper passt sich an die niedrigen Temperaturen und den hohen Druck an. Städte und Infrastruktur zu errichten bedeutet viel Arbeit, aber das ist halb so schlimm. Es ist nachts. Ein Unwetter zieht auf. Du lebst in einer Küstenstadt und beobachtest durch das Fenster die tobende See. Blitze zucken über den Himmel, mächtige Wellen rollen ans Ufer und ein heftiger Regenguss löst den Boden auf. Morgen früh werden viele Fische am Strand liegen, denkst du dir und gehst ins Bett. Ein seltsames Geräusch weckt dich auf. Es ist, als würden hunderttausende Hände direkt vor deinem Fenster klatschen. Du gehst raus und siehst eine Menschenmenge am Meer. Das Geräusch wird lauter. Und der Ursprung ist Unmengen angespülter Fische. Sie liegen dort seit mehreren Stunden und sind immer noch am Leben. Sie klatschen mit ihren glitschigen Körpern auf den Sand. Du siehst Karpfen, Forellen, Sardinen und sogar ein paar riesige weiße Haie. Sie sind voller Energie und schnappen mit ihren gewaltigen Kiefern. Aus irgendeinem Grund können alle Fische wie Menschen atmen. Du hilfst den anderen dabei, die Fische wieder ins Meer zu werfen. Du siehst, wie sie davon schwimmen, doch einige kommen wieder hoch und schwimmen an die Oberfläche, um frische Luft zu genießen. Bis auf die Haie habt ihr alle Fische gerettet. Dann kommt ein Kran an. Er hebt die Haie an der Schwanzflosse hoch und bringt sie zurück ins Meer. In den Nachrichten erfährst du, dass überall auf der Welt Fische angespült wurden, die Luft atmen können. Wissenschaftler und Meeresforscher haben sich bereits auf eine Forschungsexpedition begeben, um dieses einzigartige Phänomen zu untersuchen. Später am Abend werden die ersten Ergebnisse veröffentlicht. Alle Meereslebewesen mit Kiemen können nun auch mit Hilfe von Lungen, die sich neu entwickelt haben, atmen. Sie können so lange sie wollen an Land bleiben und brauchen nur Wasser trinken wie andere Landlebewesen auch. Fische nehmen Wasser auf und leiten es durch ihre Kiemen. In den Kiemen befinden sich spezielle Rezeptoren, die Sauerstoff aus dem Wasser aufnehmen und in den Blutkreislauf schleusen. Auf diese Weise erhält der Körper den lebensnotwendigen Sauerstoff. Anschließend bildet sich Kohlenstoffdioxid. Er wird mit dem Blut in die Kiemen transportiert und ans Wasser abgegeben. Die Fähigkeit, durch Kiemen zu atmen, ist erhalten geblieben. Nur die Anatomie dieser Tiere ist jetzt anders. Sie haben Lungen und einen Respirationstrakt entwickelt. Im Wasser schließen sie diesen Trakt und blockieren die Lungen, dass kein Wasser hineinkommt. Aber wenn sie an die Oberfläche kommen, schließen sie ihre Kiemen und öffnen den Zugang zu den Lungen durch ihr Maul. Diese faszinierende Metamorphose bringt erstmal keine signifikanten Veränderungen für die Welt mit sich. Delfine und Wale hatten schon immer Lungen. Sie atmen durch eine Öffnung oben am Kopf. Man nennt sie Atemloch. Delfine kommen an die Oberfläche, füllen ihre Lungen mit Luft und tauchen für mehrere Minuten wieder ab. Doch jetzt schwimmen nicht nur Delfine, sondern alle Meeresbewohner nah an der Oberfläche. Du steigst in ein Boot, um dir das schockierende Phänomen aus der Nähe anzusehen. Je weiter du dich vom Ufer entfernst, desto mehr Fische siehst du im Wasser. Sie springen hoch und tauchen wieder ab wie Delfine. Sie scheinen ihre neue Fähigkeit zu genießen. Und es sind so viele! Dutzende Fische hüpfen in dein Boot und du wirfst sie zurück ins Meer. Du erspähst eine große Flosse und schaltest den Motor an. Ein Hai schwimmt ein paar hundert Meter von dir entfernt. Er ist so groß wie dein Boot. Zum Glück wird er von anderen Fischen abgelenkt und hat es nicht auf dich abgesehen. Du drehst um und kehrst ans Ufer zurück. Es dämmert bereits und du siehst die Lichter der Stadt. Das Meer ist von leuchtenden Quallen und Phytoplankton erfüllt. Das Wasser glüht lila und blau. Du bist von dem Anblick so fasziniert, dass du nicht bemerkst, wie plötzlich die Lichter der Stadt erlöschen. Du hörst Menschen schreien. Je näher du kommst, desto lauter sind die Schreie und Geräusche der Zerstörung. Du kommst endlich am Kai an und steigst aus dem Boot. Der Anleger ist zum Teil zerstört.
Boote sind umgeworfen, Straßenlaternen ramponiert und elektrische Leitungen heruntergerissen. Eine lange Spur glitschigen Schleims führt in die Stadt. Du rutschst ein- oder zweimal darauf aus. Die Straßen sind leer, Autos wurden stehen gelassen, Fenster sind zerbrochen. Überall liegt Müll herum und auch die Straße ist mit Schleim bedeckt. Aus einer dunklen Gasse hörst du poppende Geräusche. Es kommt auf dich zu. Auf der Straße erscheint ein kleiner Oktopus. Er bewegt sich wie eine Spinne. Mithilfe seiner Tentakeln klettert das Vieh auf ein Auto, springt an die Wand und klettert hinauf. Dann kommt noch einer und mehrere Tintenfische folgen ihm. Manche kriechen schwerfällig auf dich zu. Du trittst einen Schritt zurück. Mehr und mehr Tintenfische kommen aus der dunklen Gasse. Manche sind so groß wie Autos. Du siehst ein Fahrrad am Boden liegen und schnappst es dir. Du fährst durch leere Straßen und eine Horde Oktopusse ist dir auf den Fersen. Der Boden unter dir beginnt zu beben. Du hörst ein ohrenbetäubendes Knurren eines unbekannten Monsters. Du drehst dich um und bereust es sofort. Ein riesiges Biest, so groß wie ein fünfstöckiges Gebäude, das wie eine Krake aussieht, reißt mit seinen mächtigen Tentakeln Häuser nieder. Dieses Ungetüm ist aus den dunkelsten Tiefen der Meere hervorgekommen. Jetzt, da die Meerestiere Lungen haben, wollte es auch mal frische Luft schnappen. Seine Instinkte haben es an die Oberfläche gebracht, wo es Nahrung erschnüffelt. Die Lichter der Stadt haben den Kraken angelockt. Mit seinen riesigen Tentakeln bewegt sich der Kraken durch die Straßen und verfolgt dich. Du siehst einen Tunnel und fährst direkt auf ihn zu. Du trittst in die Pedale und erreichst den Eingang gerade so. Doch dann hörst du ein seltsames Geräusch hinter dir. Der Kraken hat wie ein Tintenfisch kein Skelett. Er besteht nur aus Muskeln und kann sich in jedes Loch quetschen. Wie Wasser. Der Kraken verfolgt dich wie eine Schlange mit dutzenden Schwänzen. Aber er wird langsamer. Du beeilst dich und fährst aus dem Tunnel. Voller Angst machst du so schnell du kannst und erreichst die nächste Stadt am folgenden Morgen. Hier triffst du deine Nachbarn und findest heraus, dass überall auf der Welt unerwartete Seeungeheuer aufgetaucht sind. Zum Glück bleiben sie nicht lange. Sie haben lange in den kalten Tiefen des Ozeans gelebt und vertragen die Sonne nicht. Im Morgengrauen kehren sie ins Wasser zurück. Aber schauen Sie sich das an. Ein roter Wirbelsturm zieht entlang der Küste Australiens und steuert auf die nächste Stadt zu. Dieser Tornado ist nicht durch seine Farbe einzigartig, sondern durch das, was in ihm verborgen ist. Das sind weiße Haie, Hammerhaie, Tigerhaie und Bullenhaie. Haie. Sie fliegen im Wirbelsturm, schnappen mit den Kiefern und versuchen, ein Stück Fleisch zu greifen. Menschen, die dieses bizarre Phänomen von außen betrachten, denken, dass sie etwas in ihren Getränken haben. Aber das ist Realität. Ein Haifisch-Tornado kann wirklich existieren. Oder nicht? Finden wir es heraus. Im Jahr 1877 traf ein ziemlich ungewöhnlicher Tornado eine Farm in Südkalifornien. An diesem Tag fielen etwa 6 kleine Alligatoren von etwa 1 Fuß Länge vom Himmel. Im Jahr 1894 zog ein Tornado durch England und ließ giftige Quallen auf die Menschen fallen. Es gibt eine Version, in der Kaulquappen anstelle von Quallen an diesem Tag auf den Boden fielen. Aber das klingt immer noch ziemlich merkwürdig. Im Jahr 1876 in Kentucky gab es einen schwarzen Humorregen. Klingt für mich nicht lustig. Stücke von Fleisch fielen vom Himmel. Die Einheimischen probierten sie und sagten, es schmecke wie Hammel oder Hirsch. Später entdeckten Experten jedoch, dass ein Schwarm Geier über dieses Gebiet geflogen war. Die Vögel fühlten sich unwohl und erbrachen ihr Mittagessen direkt in der Luft. Und dann, nehme ich an, taten dies auch die Einheimischen, die es probiert hatten. 1947 fielen Fische vom Himmel in Marksville, Louisiana. 2005 gab es in Serbien einen Regen, der Tausende von Fröschen enthielt. 2010 wurde eine kleine Stadt in Australien von einem Regen aus Barschen getroffen. Sie wissen schon, Fische. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass all diese seltsamen Phänomene durch ein böses Unternehmen verursacht wurden, in dem böse Genies arbeiten. Und einer von ihnen sind Sie. Also entscheiden Sie sich für den unglaublichsten Naturkatastrophe in der Geschichte. Einen Tornado aus Haien. Oder Sharknado. Es scheint unmöglich zu sein, aber Sie werden es versuchen, denn Sie haben nichts Besseres zu tun. Also, zuerst müssen wir verstehen, was eine Wasserhose ist. Es handelt sich dabei um eine Säule aus rotierender Luft, die mit Wolken gefüllt ist. Dieser Wirbel tritt während eines Gewitters auf
wenn warme Luft eine große Menge an Wärme abgibt. Diese Wärme wird zur Energie, die die aufsteigenden Luftströme bewegt. Diese warme, feuchte Luft steigt auf und kalte, trockene Luft sinkt ab. Der Unterschied zwischen den Temperaturen erhält die Instabilität aufrecht und hilft Tornados, sich zu entwickeln. Wenn er sich über dem Wasser bildet, wird ein Tornado zu einer Wasserhose. Es kann Partikel von Meerwasser, einige Objekte und sogar Fische anziehen. Aber alles hängt von der Stärke dieses Wirbels ab. Sie haben es wahrscheinlich gesehen, wenn Tornados Autos in die Luft hoben oder Dächer von Gebäuden abrissen. Im Internet gibt es ein Video, in dem ein Tornado Kühe in die Luft hebt. Und eine gewöhnliche Kuh wiegt etwa 630 Kilogramm. Muh! Im Vergleich dazu wiegt der weiße Hai etwa 2000 Kilogramm. Wenn ein Tornado mehrere Kühe heben könnte, könnte er mit einem Hai fertig werden. Aber neben dem weißen Hai gibt es Tigerhaie, Bullenhaie und Hammerhaie. Alle wiegen weniger. Daher besteht kein Zweifel daran, dass ein Tornado sie möglicherweise auch in die Luft heben könnte. Okay, jetzt können wir annehmen, dass es im Bereich des Möglichen liegt. Der nächste Schritt besteht darin, einen echten Tornado zu erstellen. Dazu müssen Sie die warme Luft erhitzen und sie dann rotieren lassen. Aufwinde.